Hallöchen, ich mache jetzt hier mal eine kleine Videoreihe, wie das mit meinem Rasen vorangeht. Das Video werdet ihr wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren sehen, von heute angesehen. Gestern habe ich hier den Rasen noch das Stück hier gelüftet und ein bisschen Saat reingebracht. Der sieht jetzt erstmal so aus. Ist nicht mehr hübsch, nicht mehr ansehnlich. Das andere Stück, was ich hier hinten habe, was so bis nach da hinten durchgeht. Das habe ich vertikutiert, aber so richtig rabiat. Da ist so gut wie nichts mehr. Nur noch vereinzelte Sachen. Und hinten an den Rändern. Da habe ich jetzt gestern noch Saat draufgehauen und Dünger und hast du nicht gesehen. Das wird jetzt aber schätzungsweise ein, zwei Jahre dauern, bis der wieder relativ gut aussieht. Ich sehe aber schon, dass der jetzt hier schon wieder wächst wie Sau. Das, was noch da ist. Hier, das schon steht wieder hoch. Da steht schon wieder alles hoch. Normalerweise, ich habe mal geguckt im Internet, so bei Rasenprofis, mähen dürfte ich aber erst in 4 Wochen. Das erste Mal, 4, 6 Wochen. Muss ich mal schauen. Ja, dann ist das so. Aber ich will den Rasen wieder ein bisschen hinkriegen und nicht so, wie er jetzt aussieht. Ich sollte ihn auch nicht betreten. Ich werde ihn jetzt nochmal wässern. Das sieht... Sollte eigentlich heute regnen, ja, das hier mache ich noch, das wird noch Rasen, das ist dieses Stück, was ich da noch durcharbeite. Aber es sieht heute nicht aus wie nach Regen. Ja, so Dunstwölkchen sind zu sehen, aber es sollte regnen. Aber das wird nicht kommen, das glaube ich nicht. Das ist jetzt schon in der Sonne über 25 Grad und der muss feucht gehalten werden, sonst wittert nichts, sonst keimen die nicht und nichts. Werde ich gleich nochmal wässern. Das ist jetzt so vormittags um 10:45 oder 10:30 oder was. Na, mal gucken. Ja, vielleicht sehen wir uns ja dann in 12, 14, 16 Monaten soweit wieder, wenn das Ding grün ist. Naja, zwischendrin werde ich noch Updates machen, wie es aussieht, aber das wird sehr lange dauern, dieses Video hier. Okay.